So, ich darf ja noch mal filmen, haben wir gesagt. Ne? Ja, ja, natürlich. Und dein Haus ist schon fortschrittlich jetzt. Ja, ne? Das ist schon sauber soweit alles. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen trocknen und dann genau. Mal gucken, wie es weitergeht. Ja, wir haben jetzt einen Fachmann fürs Fachwerk, der kümmert sich drum und dann geht's weiter. Genau. Jetzt haben wir aber noch eine andere Sache, geht auch um dich, aber ja. Das ist jetzt geheim, wir gehen mal gerade weiter. Ja. Ne? Wir sehen uns morgen, mit Sicherheit. Okay, danke schön. Ja. Erstmal, ne? Ja. Ciao. Ciao. So, hallo mal an alle, ich bin von Daimler von Sindelfinger. Komm, gehen wir mal ein Stück weg, sonst. Es geht um diesen Herrn, ich war gestern Abend dabei, wir haben dem das Haus ausgeräumt. Ihr kennt das Video von Markus Wieber von gestern Abend um 11, wo die 50 Leute Knülle alle dem geschwind geholfen haben. Jetzt geht der Aufruf nach Kreis Kalf, Böblingen, sämtliches um das Werk Sindelfinger. Und da bitte ich auch drum, Rastatt, ich habe bei euch gearbeitet. Jagt eure Betriebsräte, dass man diesem Mann hilft. Wir brauchen unwahrscheinliche Spende. Ich weiß, es sind viele Betroffene. Ich bin vom Daimler Sindelfinger. Ich war nachrückender Betriebsrat in Sindelfinger. Wir brauchen die Leute, wo hier in Sindelfinger, auch in umliegende Werke wie Bremen, die 180.000 Mitarbeiter, wo diesen Mann unterstützen. Das ist mein Aufruf. Ich war mit Tränen in den Augen bei diesem Mann gestern Abend. Ich war platt ohne Hände. Diesem Mann muss geholfen werden, absolut. Wenn ihr Leute kennt, wo beim Daimler Sindelfinger schafft, Stuttgart, ruft die auf, jagt die, dass die ihre Betriebsräte dazu bringen, dass man diesen Mann hilft. Und jetzt kommt mein Appell. Ich war nachrückender Betriebsrat in Sindelfinger. Ich bin in Ruhestellung. Wir dürfen hier keine IG Metall, AUB, Zentrum oder was auch immer Politik machen. Die Politik muss außen vor bleiben. Hier geht die Spende nicht von der IG Metall oder von CGM oder sonst irgendwer. Die gehen von der Werkleitung, von den Werksangehörigen. Das ist mein Appell. Und ich garantiere, dass ich mit dem Kontakt mit Markus Wieber führt, hier direkt diesem Mann das Geld zukommen lassen. Wie wir das dann machen, müssen wir vielleicht über die Kreissparkasse. Ihr tut 1.000 Euro Gesamtspende, ich denke, da kommt viel, viel mehr, das ist mein Bewusstsein. Wir vom Daimler haben jetzt schon die Werkleitung 1 Million gespendet. Wir haben Donauwörth die LKW darunter geschickt vom Werk. Auch wir als Arbeiter schaffen es, dass wir diesem Mann helfen. Ich weiß, dass da noch viel mehr sind, aber ich garantiere euch, dieses Geld kommt auf jeden Cent. Da lege ich meine Hand ins Feuer, wie ich auch für euch gekämpft habe. Ich habe für die Werksfeuerwehr viel gemacht dort, dass die jetzt nicht privatisiert wird. Da habe ich den Günter Oettinger geholt nach Sindelfingen ins Werk. Nur zum so, ich bin nicht bloß ein kleines Licht, ich bin bloß ein bisschen aus momentan. Betriebsversammlung, ihr könnt mich alle von Sindelfinger, bitte Bremen, egal wo, Werke, Rastatt, ich habe euch geschafft. Leute, jagt eure Leute Vertrauensleid, egal welche Fraktion zu der Betriebsrat. Beim Norbert Mayer hier, der hat jemand was, wir müssen für den Mann was tun. Wir schaffen das als Angehörige der Daimler AG. Sag noch bitte in Kontakt und das soll jetzt kein Aufruf sein, bitte den Herrn, dessen Namen ich nicht nennen mag, aus dem Rollstuhl, bitte nicht probieren, den privat irgendwie zu erreichen. Ja? Das geht dann über dich jetzt? Über mich, ich bin in Sindelfinger, Norbert Mayer, viele kennen mich, war bei der CGM, das ist aber egal, ich bin jetzt weg, bin frei, überall. Wir kriegen das hin, dass wir das über die Werksleitung, über die ganze Betriebsräte, Erg und Limali, versuchen wir, dass wir da gemeinsam, ich weiß, das funktioniert mal nie, aber das kriegen wir hin, gemeinsam als Arbeiter hier was hinkriegen mit allen Gewerkschaften. Wie geht das jetzt, wenn die sich jetzt zusammen raufen und raffen und haben jetzt Geld? Wie geht es weiter? Dann müssen Kontakt wir über mit Ergun Limali oder mit dem von Gaggenau, der auch ein Oberster ist, mit alle reden. Wie kriegen wir es gemeinsam hin, dass das von hier, wer das nachher verwaltet und macht und dann hier runterschickt, dann die Kreissparkasse an dich, das müssen wir dann bereden. Okay. Wir kriegen das hin, Leute, wir schaffen es. Wir schaffen das auf jeden Fall. Also bin ich mir ganz sicher. Und hier ist wieder für mich ein toller Moment. Hört euch das an. Das haben wir gemeinsam hingekriegt, hier die Kapelle wieder auf Vordermann zu kriegen, dass die Glocken läuten. Das ist alles auf freiwilligen Basis gegangen. Elektriker, die sich darum gekümmert haben. Und die Waldbotzheimer Kapelle wird gerade auch renoviert. Es sind ein Teil der Bänke schon wieder zurück. Der Estrich ist raus. Und es geht einfach vorwärts. Und gemeinsam schaffen wir das.